sauber. Die bösen Buben vom Last Man Battalion sind nach rechts von uns. Sie sind noch da, aber erst einmal. Hallo-derseits. Ach, mit Tab geht das auch. Interessant. Aber erst einmal hallo-derseits und willkommen zurück bei The Division. Steht aber offen auf der Straße. Na, jetzt hat er es auch gemerkt. Ah, sein Kopf guckt irgendwie noch raus. Nur noch wir beide. So, jetzt geht er wieder darüber. Das ist ein richtiger Elite-Hans. So wie er sich verhält. Ein Pionier. Ich schieße. Nee, du läufst. Oh, er schießt. Hey, hören Sie auf, Herr Nahkämpfer. Gehen Sie zurück. Oh, genau richtig, die Entfernung. Na? Zeig dich mal. Tja, so ist es mit dem Geschütz. Kenne ich nur zu gut. Weg ist er. Dann ist er kommen. Gut, hier kommt keiner an. Ich will das nur mal angucken. Explosion. Bumsa. Gut. Dann jetzt aber. In der Hoffnung, wir entdecken den Sutton noch lebend. Wir erwischen den noch lebend. Wobei, wenn er zum Versteck ist, ich glaube, der war zu übermütig, zu geladen und ist dann rein und dabei gestorben. Zivilisten, die sie wieder lieb haben. Hier sieht es wieder interessant aus. Darf ich mitmachen? Aber schön, dass er auch in schweren Zeiten ihren Spaß hat. So, und das ist das Versteck. Ist aber ein plumpes Versteck. Was war das denn? Ist irgendwie noch ein Jammer oder so zu hören? Irgendwie so ein elektronisches Gemurmel. Hat hier schon. Ein Bild. Unten ist nichts weiter. Hier ist Schloss. Bei den Echos lohnt es sich auf jeden Fall, in die Ecken zu schauen. Geschossflugbahn 9mm, Pistole 400 Meter pro Sekunde. Und das hätte jeder von uns sein können. Kann auch passieren, wenn wir nicht aufpassen. Ich hatte gehofft, wir könnten sie erreichen. Wir hätten ihre Hilfe wirklich gebraucht. Aber irgendwas war mit dem Mädchen. Ich werde ihr Gesicht mal durch unsere Datenbank jagen. Vielleicht finde ich was. Alles auf einmal. Haftgranate ins Gesicht gehauen. Der Sutton, das ist der da hinten. Der Granatwerfer, sieht man auch was zu ihm? Das soll er sein und das ist mir. Wenn ich noch eine Leiche sehe. Oder haben sie bloß seine Uhr genommen, deswegen steht da der Name. Wir sind noch gar nicht fertig mit Untersuchen. Ach hier, das ist die April. April. Die von den Ninja Turtles. Förderantragschreiberin und Beraterin. Ist wohnhaft in Park Slope, Brooklyn. Dann war das auch schon so ein Arsch. Oder wie? Puls 193 Schläge pro Minute. Status Adrenalin am Anschlag. Starker Blutverlust. Liegt der da oder wie? Es wird halt der sein, der hier damit herumhantiert. Da war das so ein Arsch, der seine Leute verraten hat. Aber ein Riker? Also ich schätze, die haben ja einfach seine Ausrüstung genommen. Ich untersuche erstmal hier. Verdammte Scheiße! Tun Sie nichts Unüberlegtes. Schau mal, gehe ich mal da hinten nach. Bekannte Einsatzkraft. Rikers. Eliminiert von Douglas Sutton. Auch von ihm. Wer zum Teufel auf! Was zum Scheiß!
Mittendrin. So, auch von ihm eliminiert. Auch von ihm eliminiert. Von ihm eliminiert. Vorsicht, das ist kein Spielzeug. Bla bla bla. Umgezogen? Nee. Ist schon eine Mütze. Ich denke jedes Mal, der hat da irgendwie noch eine Brille auf. Also der war hier und was mit ihm ist, wissen wir nicht. Status unbekannt. Sieht es aus wie eine Haftgranate? Also klar, hier Spratz, aber sieht jetzt nicht wie ein Granatenspratzer aus. Schade, dass man auch wieder nicht mehr herausfindet. Gehe ich mal kurz hier raus und schaue mir das mal an, wie es jetzt aussieht. Aktives Echo-Signal geortet. Hier ist schon Blut, aber für eine Haftgranate sieht das viel zu aufgeräumt aus. Vor allen Dingen eben da. Aufgeräumt hat er, ja. Und sie ist nicht da. Und die liegen hier und sie guckt. Na gut. Gibt's schon irgendwas zu dieser April? Das ist der andere Nebeneinsatz. Kopfgeld Captain Craig. Daniel Craig. Nachschublieferung Nebeneinsatz. Kampf. Leuchtbahnpunkt und sozialer Bereich. Wollen wir gleich mal hier mit einnehmen? Dann hätten wir das schon mal. Ich würde sagen, ja, es liegt einfach gerade so nah. Was genauer könnten diese Echo-Abbilder schon sein? Hier ist irgendwo ein Zivilist. Ah, die kommt damit runter. Halt nicht gleich wegrennen. Ich weiß das zu schätzen. Doppeljacke weiß. Das sieht halt aus wie ein Vermummter, der sich da irgendwie mit denen gleich getan hat. Nur weil er neben denen stand? Nee. Hier ist irgendwie so ein Jammer zu hören. Was ist denn hier? Sie klebt hier wieder irgendwas? So ein Ding da. Glaube ich, hat da. Das ist, glaube ich, Sammelkram. Ich guck mal nach. Ich habe da bisher. Habe ich da schon mal was eingesammelt? Ich glaube, das ist Sammelkram. Ich habe sowas ja schon mal zerstört. Ja, da gibt es noch was dazu: Krankenhäuser. Der Mangel an Krankenhausbetten und medizinischem Personal sorgt in der gesamten Stadt für zivile Unruhe. Das Gesamte habe ich mir zugedichtet. Dieses Bild zeigt eine Menschenmenge, die medizinisch Versorgung fordert, während einige wenige Angehörige der JDF das Gelände absperren. Gut. Food. Also wenn ich so ein Geräusch höre, dann nach oben gucken, abknallen und einsammeln. So ein Drohnenjammer. Es wird eine Drohne sein, weil hat ja Material eingesammelt. Hat sich da oben verfangen. Hier gibt es wieder schöne große Reifen, die man zerschießen könnte. Sieht auch wieder sehr schick aus. Plop, 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 plop. Ach. Voll lauter Blub. Ups, mal auf. Oh, ich stehe aber auch ein paar schön zusammen. Alle abgeräumt. Keiner sagt was anderes. Ja, nee, machen wir jetzt nicht. Wir haben schon einen Auftrag und zwar das Safehouse. Da muss ich mir nichts Neues auf dem Schirm rufen. Falls wir sterben, wollen wir auch schnell wieder hier in den Einsatz treten können. Schick. Ist auf jeden Fall auch eine schicke Ecke, wo das LMB unterwegs ist. Ja, ihr müsst noch ein Stück nicht mich anschießen, ja? Ich muss nur kurz ein Schläfchen machen. Tut mir herzlich leid. Gucken, ob der Einsatz dann der Kampf fehlgeschlagen ist, wenn wir hier wieder rauskommen oder währenddessen. Weil gesehen haben wir ihn schon. Da. Das Ding benutzen wir gar nicht. Kann er eh da reinkommen. So, was ist das? Ach, Ubisoft ist das. Hier unten wurde also The Division programmiert, oder wie darf ich das verstehen? Hier unten
Haben sie das Spiel also programmiert? Wer ist das denn? Der Butt? Kennt man den? Sagt mir nix. Viele, viele neue Sachen. Einer, der sich das alles notiert, was wir zu tun haben. Handys sind hier nicht. Und du siehst ja ganz anders aus als die anderen. Ich weiß, Sie sind zum Helfen hier. Und das ist auch wirklich dringend nötig. Aber bevor wir anfangen, will ich Ihnen sagen, dass das hier eine gute Nachbarschaft ist. Wir haben zurzeit ein paar Probleme, aber es wäre fantastisch, wenn Sie den Sachschaden möglichst gering halten könnten. Könnte schwierig werden. Hallo, Agent. Was wird denn hier gelernt? Oder gelesen? Ich sage nicht, dass jeder da drin ein... Wir dürfen leider nicht mitlesen. Die Top-Adresse der Stadt, sehen Sie her! Turtle Bay. Die besten Angebote der Stadt. Oh, 587. Ah, ich habe ja auch wieder was eingesammelt. Und zwar, jetzt bin ich im Safe House. Das SCOM ist ein Präzisionsgewehr. Aber kein weniger als unser. Ich vergleiche mal eben. Para, verbessertes ACRE. Macht mehr Schaden, schießt etwas langsamer. Ist nicht so präzise und lädt etwas langsamer nach, aber kann man ja beheben mit aufsetzen. Jede Tötung erfolgt während... Auf einmal verschwindet der Hintergrund. Die Waffenschaden. Nicht verkehrt, können wir auch sofort nehmen. Und das dauert noch etwas. Gut, dann basteln wir hier alles ab. Jep, bestätigen. Gleich mal entsperren. Sperren F. Immer noch kein Outfit. ACOG vierfach. Präzision. Da bloß ein. Der kritische Treffer ist schon nicht verkehrt, aber es ist halt bloß ein Einfachvisier. Ich brauche unbedingt mein ACOG. Ich brauche ein Vierfachvisier. Wenn ich schon kein Scharfschützengewehr mehr habe, dann brauche ich umso mehr irgendwas, womit ich ranzoomen kann. Und das LMG ist etwas ungenau, deswegen... So. Nachladetempo. Hier wäre es Magazingröße, aber kritischer Treffer nehmen wir mit. Da Laserpräzision. Präzision und Reichweite. Ja, warum das, wenn das genauso viel Präzision bringt? Der Griff ist gerade. Dann dich. Die beste Ausrüstung für die Straße, nur und hier. Unser Gewehrschalldämpfer Omega. Dadurch mehr Kopfschussschaden, keine Stabilität, verminderte Bedrohung. Aber... Hey, da gibt's kein Drumherum. Gut. Fein, fein, fein. Gesperrt. Die beiden können weg. Kann ich hier schon mal markieren? Ja. Da ist ein Zwölffach drauf, aber ist uns ja egal. Oh. Oh, aber nee. Da wäre schon ziemlich toll, aber nein, nicht auf Kosten meiner Fertigkeit. Werde ich aber mal sperren. Wer weiß, was wir noch finden, was das wieder ausgleichen könnte. Das ist alles rot. Hier bloß eins. Nee, nicht auf Kosten der Fertigkeit. Und alles rot. Wie geht's meinem neuen Lieblingskunden? Es ging aber schnell mit dem Lieblingskunden. Alles gesperrt, du bist gesperrt. Weg, weg und drittes Mal weg. Den Kram behalte ich noch. So gefällt mir das. Was Sie sehen, wird oh, neue Belobigung, was hast du denn noch so? Nee. Etwas mehr, etwas weniger, etwas mehr bringt praktisch gar nichts. Nee. Etwas mehr, Ecke weniger bringt praktisch auch nichts. Oh, was Gelbes.
Dreimal besser. Tatsächlich besser. Will ich jetzt aber nicht eingeben, weil es so marginal. Will ich nicht ausgeben, so rum. Nee, auf keinen Fall. Nö. Was hat er hier noch? Blindtaub, Schild und Geschütz. Oh, Wirkzeit. 6%, aber 70.000. Nee. Ich bin da, wenn Sie sich um entscheiden. 500 Objekte verkaufen. Na gut, dann heißt es noch Munition aufsammeln und... Wo ist denn hier die Munition? Das ist das Lager. Da hinten ist ein Munitionssymbol. Ist auch ein schöner Schlafplatz direkt neben der Munitionskiste, die jeden Moment hochgehen könnte. Hoffentlich richtig gelagert. Gut, hätten wir das dann? Nein? Nein? Du warst noch nicht. Okay. Wo war denn der andere Teil? Teil 1? Nee. Nee. Der andere Teil... Also Feylau hat ja davon gesprochen, dass sie was über das Mädel herausfinden will, aber... Da gibt's aktuell noch nichts. Klingt zumindest alles nicht danach. Bernard Gamble. Ich will aber mal wieder so ein großes Ding angehen und dann haben wir noch eins. Beobachte die südliche Verteidigung. Ach, kann man nicht während des Stapfens anhören. Schade, ich wollte das kombinieren. Wieder der gleiche Hinweis. Gibt kein Kinoprogramm, das ist ja echt traurig. Was? Okay, die Treppe war hier rechts. Mal gucken, ob ich es noch merke. Aber so viel haben wir hier gar nicht mehr zu machen. Ah, ein Satz ist auch gerade hier drüben. Beobachte die südliche. Reden wir über die Grand Central. Das LMB hat sich da eingenistet und kontrolliert die Umgebung. Schwer bemannte Kontrollpunkte, Geschützstellung, der Bahnhof ist eine verdammte Festung. Er stellt eine wichtige Basis für Sie dar und wird gut mit Truppen und Munition versorgt, die durch die U-Bahn-Tunnel herangeschafft werden. Ein kleines Team, das durch die U-Bahn geht, also Sie, könnte von unten eindringen und dann von innen zuschlagen und die Geschütze ausschalten, bevor die überhaupt mitbekommen, was los ist. Und sobald Sie das tun, stürmen wir mit allen verfügbaren Kräften rein. Wir können dem Last Man Battalion echt wehtun, wenn Sie alles richtig machen. Okay. Da will ich nochmal kurz nachschauen, was steht da? Automatisch Geschütze des Lastman Battalion deaktivieren. Grand Central Station. Den Vorposten. Klingt auch wieder nach Lager. Letztendlich alles für die Sicherheit, denn je weniger böse Buben, desto sicherer die Stadt. Oh, schade, dass die Nachspawnies irgendwo einen Alarm an. Könnte es Last Man Battalion sein. Kommt so halb. Wahrzeichen entdeckt. Das ist aber neu. Gucken JDF mal raus. 500 Meter weiter an der östlichen Seite. Wahrzeichen Dark Zone Eingang oder wie? Ich will da jetzt nicht reingehen, aber warum Wahrzeichen? War schon zu lange nicht mehr draußen. Das wäre genau unser Bereich. Gehen Sie mal weg oder helfen Sie am besten noch. Agent, ich habe einen meiner Leute abgestellt, um Sie durch den Tunnel zu führen. Wenn Sie drinnen sind, schalten Sie die Geschütze aus und machen so den Weg für den Angriff frei. Alles, was danach kommt, hängt von Ihnen ab. Geschütze wegfrei machen. Erstmal plündern, vielleicht gibt es ja die ultimative Ausrüstung noch. Ist eine Dusche? Ja. Für ein Klo wäre es schon ziemlich breit, oder? Aber hey, das wäre schon so eine kleine Komfortzone. So ein großes Klo hätte man richtig schön viel Platz. Für ein richtig schön großes Geschäft. Oh, die Feuerwehraxt fehlt. Das wär's, wenn man sich so eine schnappen könnte für den Nahkampf, so am Rucksack hängen, damit man die noch einsetzen kann, falls uns einer zu nahe kommt. Das wäre cool. Nun gut, aber... Da steht für 26. Das sieht durchaus machbar aus. Aber ich würde mal sagen, wir machen das erst in der nächsten Folge. Da können wir uns noch ganz viel Zeit lassen. Vielleicht mache ich mir in der Pause noch irgendwie einen Plan, wie ich hier vorgehe. Wahrscheinlich nicht, aber... Sehen wir mal. Und bis dahin, macht's gut. Und ciao, tschüss.